Servus zusammen. Meine heutige Interviewpartnerin ist Frau Monika Liesenfeld. Sie ist Sportpsychologin am Olympiastützpunkt in Berlin und wir haben heute zusammen geredet über ihr Leben als Sportpsychologin, über relevante Themen der Beratung mit verschiedenen Sportlerinnen und Sportlern und über andere super spannende Inhalte. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video. Ja, hallo an alle. Ich freue mich heute sehr auf das Interview mit der Frau Monika Liesenfeld. Sie ist Sportpsychologin am Olympiastützpunkt in Berlin. Herzlich willkommen. Hallo. Wie wäre es denn, wenn wir quasi damit beginnen, dass Sie sich mal kurz für alle vorstellen und so ein bisschen auch berichten, wie Sie zur Sportpsychologie überhaupt kamen? Ja, also mein Name ist eben Monika Liesenfeld. Ich arbeite seit 2005 jetzt schon am Olympiastützpunkt in Berlin. Also jetzt schon gute 15 Jahre, die Zeit, die rast. Und ich bin dort eben für hauptsächlich in der Sportlerberatung, Sportler-Sportlerinnenberatung und aber auch Trainer können auch kommen. Aber mit Masse mache ich Einzelberatungen für Athleten und Athletinnen zu ganz, ganz unterschiedlichen Themen. Und ja, wie bin ich dazu gekommen? Letztendlich war das gar nicht geplant. Ich war selber mal Leistungssportlerin, habe rhythmische Sportgymnastik gemacht und habe dann nach dem Abitur Sport studiert und habe dann während des Studiums gemerkt, dass ich doch gerne so im psychologischen Bereich ein bisschen mehr machen wollen würde und wollte eigentlich immer in die Therapie. Und habe dann eben nach meinem Sportstudium noch Psychologie studiert und konnte aber während dieses Psychologiestudiums immer schon in Köln an der Sporthochschule am Psychologischen Institut arbeiten. Und dort war ich dann gibt es zwei Abteilungen. Ich war in der Abteilung Leistungssport, also da bin ich dann doch wieder im Leistungssport hängen geblieben. Und so kam das so nach und nach, dass es dann doch nicht die Therapie wurde, sondern die Sportpsychologie im Leistungssport. Genau. Spannend. Wie sieht denn dann bei Ihnen so ein typischer Tagesablauf aus? Also falls es den auch überhaupt gibt, vielleicht können Sie da mal ein bisschen aus Ihren Erfahrungen erzählen. Ja, also ich habe ein sehr schönes, großes Büro bei uns am OSP. Ich bin in der Regel morgens ab 9 da bis nachmittags abends, je nachdem wie die Termine sind. Und dann habe ich eben viele Einzelgespräche. Ich gehe aber auch mal in die Hallen rein, ins Training mit rein, würde ich gerne teilweise viel öfter machen. Es geht manchmal zeitlich einfach nicht, weil so viele Einzelberatungen sind. Dann haben wir aber auch Meetings mit den Ärzten und den Physiotherapeuten zusammen zum Austauschen und den Trainingswissenschaftlern. Also bei uns am OSP sind sehr viele unterschiedliche Arbeitsbereiche, Fachbereiche unter einem Dach auf quasi engem Raum, sodass man dann auch kurze Wege, einfach wenn man Fragen hat, dann kann man eine Sportmedizinerin anfragen oder behandelten Physiotherapeuten bei Verletzungen etc. Also so, dass es auch da Austauschmöglichkeiten gibt. Dann bin ich aber auch noch tätig für so Initiativen wie Mental gestärkt. Das ist eine Initiative zur psychischen Gesundheit von Athleten und Athletinnen. Da haben wir auch zweimal im Jahr ein Treffen und zwischenrein Sachen, die man vorbereitet. Ja, also so verschiedene Projekte für die Arbeitsgemeinschaft für Sportpsychologie bin ich noch im Ausbildungsbeirat. Dann ist einmal jährlich eine Jahrestagung, wofür dann ein Vortrag vorbereitet wird. Also sehr abwechslungsreich neben der eigentlichen Beratung kommen halt auch noch solche Themen. Ich habe auch gelesen, dass Sie so am Tag 4 bis 7 Gespräche haben. Ist das jetzt für Sportpsychologinnen, die jetzt nicht wie Sie fest angestellt sind, sondern ja sozusagen frei arbeiten, üblich oder arbeiten eher sozusagen mit weniger Sportlerinnen zusammen, dafür aber öfter oder enger zusammen? Ja, das ist ganz unterschiedlich, glaube ich. Also es sind sehr viele für Verbände zuständig, also für die Sportfachverbände, und die fahren dann zum Beispiel mit einem Trainingslager. Das heißt, dann sind die immer 2 Wochen am Stück dabei und dann wieder ein paar Wochen gar nicht. Also dadurch ist das schon mal sehr, sehr unterschiedlich. Und das ist so die Arbeit, die jetzt für die Freiberuflichen. Dann gibt es aber auch noch jetzt mittlerweile Sportpsychologen an den Nachwuchsleistungszentren im Fußball. Die haben auch, die sind viel im Training dabei, haben auch viele Einzelgespräche. Also die haben dann wieder eher, geht es glaube ich so in meine Richtung, aber auch viel mit Trainern, glaube ich, haben die noch mehr zu tun. Also es ist sehr, sehr unterschiedlich. So, es gibt jetzt nicht die
glaube ich, sportpsychologische Stelle oder Berufsbeschreibung, sondern es ist je nachdem, wo man dann eingesetzt ist, hat man auch mit unterschiedlichen Themen zu tun. Man hat auch mit im weitesten Sinne mit Organisationsentwicklung manchmal zu tun, wenn es um Verbandsstrukturen geht und man da mit einbezogen ist. Wir haben jetzt ein großes Gebiet noch von Prävention sexualisierter Gewalt, wo viel in Verbänden passiert, wo Schutzkonzepte entwickelt werden. Das mache ich unter anderem auch für ein OSP noch. Also da kommt man dann auch phasen stundenweise rein. Es ist sehr unterschiedlich. Genau. Wie gesagt, der Hauptunterschied, glaube ich, zu den eher nicht Festangestellten ist die, dass die mehr mitreisen, Trainingslagern mitkämpfen etc. Sie haben mir gerade schon das Mitreisen so ein bisschen angesprochen bei diesen Großveranstaltungen, WMs oder sowas. Ist es da, also die Sportpsychologie hat sich ja auch jetzt in letzter Zeit mehr und mehr entwickelt, sodass sie auch mehr und mehr anerkannt ist und so weiter, dass es ein super relevanter Einfluss im Sport eben ist. Also ist es da auch wirklich mittlerweile so, dass die Sportpsychologen so mitreisen dürfen oder quasi immer so einen festen Platz auch haben? Oder ist es da teilweise in verschiedenen Sportarten vielleicht auch noch nicht so weit, dass man da so diese Anerkennung oder halt auch die Wichtigkeit irgendwie anerkennt? Also ich glaube tatsächlich, dass sich wirklich in den letzten 10, 15 Jahren, 20 Jahren massiv viel getan hat. Und mittlerweile hat fast, ich weiß es nicht hundertprozentig, aber ich glaube, fast jeder Sportfachverband einen Sportpsychologen für den Verband, die dann auch eben mitreisen zu Trainingslagern, auch zu größeren Wettkämpfen. Olympische Spiele ist immer noch mal ein bisschen andere Variante, weil es da halt nur wenig Akkreditierung gibt. Also da sind auch Psychologen mit bei, aber nicht in der Häufigkeit. Aber so jetzt mittlerweile auch zu Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, Weltcups oder so fährt man doch häufiger auch mit. Und das steht und fällt aber auch wiederum mit dem engen oder mit dem Verhältnis, was man zum Trainer hat auch und wie man da eingebunden ist ins System. Aber das wird immer, immer mehr quasi. Und Sie jetzt speziell praktizieren ja nach dem systemischen Ansatz in der Beratung. Vielleicht können Sie mal kurz, sofern das kurz möglich ist, aber mal so erklären, was dieser quasi bedeutet oder umfasst und warum Sie gerade den für sich gewählt haben oder warum Sie gerade mit dem praktizieren. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich es sage. Also es war auch dadurch, als ich damals angefangen habe, 2005, habe ich noch eine Zusatzweiterbildung gemacht, eben in systemischer Beratung und habe einfach festgestellt, dass dieser Ansatz unglaublich gut passt im Sport. Ich mag einfach sehr das Menschenbild, was dahinter steht. So dass eigentlich jeder so genügend inneres Wissen hat, um mit Situationen zurechtzukommen. Also, dass es da nicht um so ein böses Unbewusstes geht, sondern dass das Unbewusste ist eigentlich eine Schöpfung von ganz viel Wissen und Weisheit, was man nutzen kann. Dass quasi auch die Athleten, die Athletinnen sind Experten für ihre Situation. Ich bin Experte für die Situation, den Prozess zu gestalten. Also, das heißt, man versucht auch hier immer den Athleten durch Fragen eigentlich so einen Möglichkeitsraum zu eröffnen, wie sie noch handeln können, was sie anders machen können, ohne dass man es vorgibt in dem Sinne, sondern dass man mit den Athleten zusammen nach Lösungen sucht, wenn es jetzt irgendwas nicht klappt oder Misserfolge oder Verletzungen oder irgendeine Situation, an denen sie arbeiten. Also dass man mit den Athleten dann zusammen guckt, hey, was brauchst denn du jetzt ganz speziell? Und da ist sehr viel, wird auch so mit Perspektivenübernahme gearbeitet, mit sehr viel Fragen, mit Ausnahmefragen etc. Also ich finde, das eignet sich einfach wahnsinnig gut im Sportkontext, dieser Ansatz. Ja, jetzt muss ich überlegen, also da gibt es ja sicher noch ganz viel zu sagen, ne? Also eben, also das Wichtigste, denke ich, aber ist immer für mich so, dass ich so reingehe, dass ich nicht schon weiß, was da passiert gerade. Ja, es kann sein, dass ich zwei Athleten hintereinander habe, die augenscheinlich das gleiche Thema haben, aber der Weg nachher raus ist ein völlig anderer. Und da helfen mir eben die systemischen Fragen, auch den jeweils passenden Weg für den Athleten zu finden. Deswegen finde ich das sehr gut. Und letztendlich, was ich auch noch ganz wichtig finde, ist ja, dass die Athleten nachher am Wettkampftag da stehen und ihr Ding machen müssen. Da können wir ja nicht mehr helfen. Also die müssen für sich so weit sein, dass sie sich selber steuern können. Und das wird auch durch diesen Ansatz und die Haltung in der systemischen Beratung einfach schon transportiert. Dass ich sage, hey, du bist der Experte und du machst das nachher. Also wir fördern die darin auch in ihrer Eigenständigkeit nochmal mehr. Das ist, was ich wichtig finde. Ja. Wie ist es denn mit der professionellen Distanz sozusagen zwischen jetzt dem Sportpsychologen oder Sportpsychologin und eben dem Athleten oder vielleicht auch Trainer? Ich stelle mir das super schwierig vor, die zu wahren.
Gerade auch wenn man jetzt zum Beispiel mitreist, vor Ort die ganze Zeit betreut und auch irgendwie durch dick und dünn geht bei Wettkämpfen und so weiter, ist es vielleicht überhaupt nicht so relevant oder wichtig, diese Distanz zu halten wie in der Psychotherapie? Oder ist es irgendwie hier einfacher oder schwerer? Also haben Sie da irgendwie Erfahrungswerte, genau, wie da die Eine spannende Grenze Frage, weil wahrzunehmen? da habe ich gerade letzte Woche noch mit meiner Kollegin drüber gesprochen, die für 10 Stunden bei uns noch am OSP ist und in der psychotherapeutischen Ausbildung ist und jetzt die Approbation im März macht. Und da fallen natürlich viele Unterschiede so auf, ne? Was mir manchmal gar nicht, weil es so für mich so normal ist. Da haben wir nämlich genau darüber gesprochen, dass sie es manchmal einfacher findet, so in der Beratung, da weiß man 1 Stunde und dann ist auch gut, so ungefähr, dann hat man den nächsten Termin. Bei uns passieren aber noch Dinge dazwischen, ja, dann kommen SMS oder mal am Wochenende was oder zu einem Wettkampf. Also es ist nicht so ganz strikt getrennt, das stimmt schon. Was aber, denke ich, für die Beziehungsbildung wichtig ist und weil auch im Leistungssport jetzt zumindest einfach auch ein anderes Denken vorherrscht, ja, da, bei denen muss auch immer alles schnell gehen, da muss immer alles sofort gehen. Also da muss man schon auch aufpassen, dass man da nicht so mit reingezogen wird und auch schon mal Grenzen aufzeigt. Aber die sind tatsächlich nicht ganz so strikt wie in der Psychotherapie. Aber da muss man trotzdem sehr gut auf sich aufpassen auch, ne? Und dann auch sagen, ey, Moment, stopp, wenn es irgendwann, also das muss man dann schon klären. Aber auf der anderen Seite ist es völlig richtig, man ist mit denen Tag und Nacht manchmal unterwegs, man sitzt im Flieger, man ist morgens beim Frühstücken, dann entsteht natürlich auch was anderes, was auch wichtig ist und dazugehört. Da kann man jetzt nicht Ja. sagen, hey, stopp, jetzt ist mein Arbeitstag vorbei und oder die Stunde ist rum, oder ja, also das funktioniert dann tatsächlich nicht. Was aber auch der Reiz ist, finde ich, und auch sehr gut ist. Wie gesagt, man muss eigene Grenzen dann auch schützen und wahren und so im Sinne der eigenen Psychohygiene auch gucken. Ja. Das ohne ist okay. Ja. Und also, wie gesagt, Sie sind jetzt ja festangestellt, aber vielleicht kennen Sie da auch Erfahrungswerte von anderen Sportpsychologen, die eben ja, frei arbeiten. Wie lange es sozusagen dauert, bis man sich als freiarbeitender Sportpsychologe halt eben etablieren kann und auch sozusagen davon leben kann, von dem, was man verdient. Ich habe schon öfter mitbekommen, dass es relativ schwierig ist und auch ein langwieriger Prozess. Ja, dadurch, wie gesagt, ich hatte tatsächlich das Glück, dass ich diese Stelle bekommen habe und eigentlich sofort im Angestelltenbereich war und nie freiberuflich oder nur so ein bisschen nebenbei her freiberuflich gearbeitet habe. Von daher kann ich zu dem, wie lange das dauert, wenig sagen. Es ist halt nach wie vor noch so, dass es leider kein großes Berufsfeld ist, wo viele Stellen zur Verfügung stehen. Es ist noch ein relativ kleines Berufsfeld, wo wir aber gucken, dass sich das weiter etabliert. Ich bin zum Beispiel sehr dafür, dass sich auch an den anderen OSPs feste Stellen noch etablieren. Die eine oder andere zieht gerade nach, aber da ist noch viel Arbeit nötig. Und deswegen glaube ich, ist es dadurch, also würde ich im Moment leider Gottes jedem raten, der da jetzt rein möchte, immer noch ein zweites Standbein sich mit aufzubauen, tatsächlich. Weil einfach das Berufsfeld noch so klein ist und auch nicht so große Möglichkeiten existieren. Also ich glaube, es geht auf jeden Fall, aber es ist immer gut, noch was Zweites nebenbei zu haben. Ja, okay. Also für alle Interessierten ist das sicherlich ein wertvoller Tipp. Ja, mich würde noch so ein paar Dinge im Hinblick jetzt auf die Sportlerinnen und Sportler interessieren. Und zwar so Thema Motivation. Ich kann mir halt eben gut vorstellen, dass sozusagen die Liebe zum Sport, die einen natürlich irgendwie dazu bringt, erstmal damit anzufangen, das so weiter zu verfolgen, gerade im Leistungssport auch, vielleicht teilweise nicht ausreicht, wenn man sich anschaut, dass die zahlreich verletzt sind, auch sonstige Einschränkungen irgendwie im Leben haben, sodass man sich auch so überlegt, wie sehr das Streben nach Anerkennung vielleicht sogar irgendwann wichtiger wird als diese ursprüngliche Liebe zum Sport. Also haben Sie da, wie schätzen Sie das ein, was im Endeffekt sozusagen der fundamentalere Faktor der Motivation ist? Ist eine gute Frage, wobei ich das teilweise tatsächlich nicht so erlebe, dass es in Richtung Liebe, eine Anerkennung oder so geht, sondern klar, die fangen meist ja sehr früh an und sind dann irgendwann dabei und dann ist es auch so normal dabei zu sein und dann ist es auch die Frage, okay, bin ich auch so weit, dass ich parallel mir noch was anderes aufbaue? Also da gucken wir heutzutage auch sehr stark hin nach dem Stichwort duale Karriere.
dass auch die Athleten neben dem Sport noch auf jeden Fall in der Schule oder Berufsausbildung etc., also dass da auf jeden Fall was passiert und dass es da Möglichkeiten gibt, dass sie sich weiterbilden, dass wenn der Sport wegfallen sollte, sie nicht da ohne irgendwas stehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Dann denke ich, oder ist es zumindest meine Erfahrung so in den letzten Jahren, das sind so bestimmte Entwicklungsphasen. Und so in der Entwicklungsphase, so 18, 19, 20, gerade so gegen Ende Schule, Übergang ins Studium oder Berufsausbildung, da stellen sich die meisten nochmal die Frage, möchte ich das jetzt oder nicht? Oder auch später. Also es gibt so bestimmte Einschnitte in der Karriere, wo man tatsächlich einfach nochmal sich diese Frage stellt. Und ich finde es auch ganz, ganz wichtig, dass diese Fragen dann beantwortet werden. Diejenigen, die das da nicht haben, da kommt das meist später. Also irgendwann kommt das nochmal. Und wenn die sich dann gut mit sich auseinandersetzen dann, und dann weitermachen, dann sind die auch völlig dabei. Dann hat das, natürlich spielt Anerkennung immer eine Rolle auch dabei. Aber dann kommt es aber aus was anderem, aus einer inneren, aus dem inneren Drang oder Bedürfnis auch, das weiterzumachen. Also da ist immer so im Rahmen der Pubertät, Ende Pubertät, kommt auf jeden Fall auch immer so auch die Auseinandersetzung, damit will ich das noch oder will ich es nicht mehr. Was ich essentiell wichtig finde und darin die Athleten auch unterstütze, sich genau diese Fragen zu stellen. Das heißt, auch gerade so in der Pubertät ist es dann vielleicht sozusagen so die Rate derer, die dann sagen, nee, ich höre jetzt mit dem Leistungssport auf am höchsten. Oder kommt das dann nochmal mit 21, 22 oder ist sozusagen in der Pubertät sozusagen der Cut-off? Ja, da gibt es bestimmt Zahlen, ich kenne sie aber leider nicht. Dann gibt es mit Sicherheit Studien. Erfahrungsgemäß ist, ich weiß jetzt zum Beispiel klar, im Turnen ist es so, dass da dann viele aufhören, einfach weil Turnen ist einfach so eine intensive Sportart, eine zeitintensive Sportart und dann in der Pubertät passiert dann mit dem Körper wieder was, ich verändere meinen Körper, dann ist die Frage, wie verändert er sich, passt das noch? Also da kommen ganz viele, da hören tatsächlich viele auf. In anderen Sportarten, klar, würde ich jetzt mal aus dem Bauch heraus sagen, ist es teilweise ein bisschen später. Ja? Also im Turnen ist es meist so 15, 16. In anderen Sportarten ist es dann mehr so 19, 20 nochmal, Übergang zum Studium. Also das ist ein bisschen differenzierter, aber wie gesagt, es gibt bestimmt Studien dazu, die ich aber jetzt so nicht kenne. Ja, alles gut. Genau. Ja. Was mich jetzt noch mal ein kleiner Break im Thema, aber was mich auch noch im Zuge von den ganzen Doping-Skandalen, von denen wir natürlich irgendwie alle mitbekommen, interessieren würde, wie da Sportlerinnen mit umgehen oder Sportler. Also erstmal, ob das so ein dauerhaft präsentes Thema auch in Beratungen ist, dass man sie irgendwie unterstützen muss oder ob sie, also wie sie auch damit umgehen, dass sie irgendwie vielleicht wissen, okay, es ist eine dopingreiche Sportart, vermutlich sind vielleicht in Dunkelziffer eben 50% meiner Kollegen halt gedopt und ich werde vielleicht eventuell nie an die Spitze kommen. Was meines Erachtens nach, also so wie ich es einschätze, auch super frustrierend sein kann. Ist das so ein Dauerbrenner so im Hinterkopf oder ist es vielleicht gar nicht so präsent in den Beratungen? Tatsächlich in meinen Beratungen ist es überhaupt nicht präsent. Klar, man weiß das schon mal, aber irgendwie, also ich meine, wenn ich das dann permanent an mich ranlasse, dann werde ich wahrscheinlich irgendwann sagen, nee, das hat keinen Sinn mehr. Also wie gesagt, in meinen Beratungen ist es tatsächlich gar kein Thema. Ich muss jetzt überlegen, in 15 Jahren habe ich es vielleicht ein oder zweimal gehabt. Also es war wirklich jetzt nicht Spannend. Thema, sondern die beschäftigen sich mit sich selber, die wollen selber gucken, wie weit komme ich, was ist da. Nee, also. Ich habe es tatsächlich, ich weiß jetzt nicht, wie es anderen Kollegen geht. Bei mir war es bislang toll, 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 also gar nicht so ein Thema tatsächlich. Finde ich echt Nee. spannend. Ich hätte jetzt irgendwie gedacht, dass das vielleicht öfter mal vorkommt. Kommt natürlich auch auf die Sportart drauf an. Manche sind ja eher, sag ich mal, zum Dopen prädestiniert. Oder bei Ja, manchen ist das irgendwie. ich meine, ich finde jetzt auch, dass mit dem Bier, war es Biathlon Landorf, mit dem Johannes Dürr. Langlauf, Das ja. war, das fand ich schon eher wieder bezeichnend, wie dann auch mit den Athleten umgegangen wird. Also das finde ich schon echt erschreckend. Also was, eigentlich ist es ein System, aber die Athleten werden fallen gelassen. Und wo ich dann denke, da haben wir auch finde ich, eine ethische Verpflichtung, auch sich um quasi die zu kümmern. Und also das fand ich teilweise überhaupt nicht in Ordnung, wie damit umgegangen wurde. Nicht, dass ich das jetzt gutheiße, dass gedopt wird, das gehört überhaupt nicht, aber weil das ist doch ein sehr komplexes Thema und man versucht immer so einen schwarzen Peter zu finden, aber das reicht meistens nicht. Und also das ist dann eher schon mal Thema, finde ich. Oder sollten wir uns auf die Fahne schreiben, wie gehen wir damit um?
oder einer der oder eine, die bezichtigt wird und sich das nachher als falsch rausstellt. Ja, also wie gehen wir damit um? Also es ist immer erstmal so ein Fallen lassen und dann gucken wir. Also das finde ich, ist das auch nicht in Ordnung. Also mehr das Thema würde mich jetzt, also ist mehr ein Thema, aber das andere tatsächlich jetzt in meinen Beratungen hatte ich soweit gar nicht. Auf jeden Fall super interessant. Genau, jetzt noch Thema Corona, und zwar durch die Pandemie wissen wir ja alles, ist mit dem Publikum bei den Sportveranstaltungen natürlich gerade nicht mehr. Haben Sie da den Eindruck, dass es sozusagen den Sportlern helfen kann, mit dem Druck besser umzugehen, weil sich der Wettkampf mehr so wie ein Training anfühlt? Es ist irgendwie, es ist nur, sind die eigenen Kollegen da, ein paar Trainer, aber sonst eigentlich niemand? Oder ist es eher so, dass den Sportlerinnen und Sportlern so der Ansporn quasi fehlt? Kommt natürlich auch wahrscheinlich noch mal individuell auf die jeweilige Person an, aber wie war da so Ihr Eindruck bisher? Das ist tatsächlich sehr individuell unterschiedlich, weil wir haben Wettkampftypen, die leben davon und die brauchen auch die Atmosphäre und alles und die pusht das dann eher und die können dann nochmal richtig ihr Letztes rausholen. Und es gibt andere, für die ist das nicht so gut. Also die sind dann eher ruhiger oder können sich mehr auf sich besinnen, etc. Also da gibt es wirklich große Unterschiede. Letztendlich im Moment ist aber eher so die große Tendenz zu sagen, hoffen, also froh, dass überhaupt was stattfindet. Ja, teilweise haben wir ab jetzt ein Dreivierteljahr keinen Wettkampf gehabt und oder nur so kleinere Sachen. Also die sind einfach froh, dass überhaupt was stattfindet mal wieder. Und dann nehmen sie auch willigend in Kauf, dass keine Zuschauer dabei sind. Hauptsache, es geht mal wieder so, dass ich es messen mit den anderen. Aber wie gesagt, hier gibt es äußerst große Unterschiede in dem, wie die Athleten mit Wettkämpfen umgehen. Manche wollen sich messen, zeigen und dann ist es natürlich schade, wenn das keiner sieht oder nicht so direkt, dass es nur übertragen wird. Ne? Ja, klar. Wenn wir jetzt aber noch zum Abschluss zu sagen, so einen Blick auf das Ende von einer Sportlerkarriere werfen, also Thema Ruhestand quasi vom aktuellen Leistungssportler-Dasein. Was sind da so die Themen in Beratungen? Also welche Ratschläge kann man den Sportlern geben, die ihr bisheriges Leben ja komplett dem Sport hingegeben haben, die erstmal sich so, sozusagen auch nochmal die Frage stellen müssen, was mache ich eigentlich mit meinem restlichen Leben? Was ist so der Sinn? Wie geht man an solche Beratungen ran? Also in der Regel ist es so, dass das quasi nicht vom Himmel fällt, oh, ich möchte jetzt aufhören, sondern es ist ein Prozess und der zieht sich meistens schon länger hin, über Monate, manchmal sogar. Ich hatte auch Athleten, das hat über ein Jahr gedauert, oh, immer mal wieder rein. Und dann arbeitet man sehr stark mit der Ambivalenz, also mal aufzuhören, mal doch weiterzumachen. Man bedient quasi so beides. Das ist ganz wichtig, also den Fokus darauf zu haben, dass es ein Prozess ist. Und dann auch da wieder die Athleten drin zu stärken, dass sie dann irgendwann für sich die Entscheidung treffen können, okay, jetzt ist der Punkt angekommen. Auch hier wieder zu gucken, was braucht ein Athlet, eine Athletin, um gut die Entscheidung für sich treffen zu können. Was macht sie stark? Woraus haben sie noch weitere Ressourcen? Und das ist das, was ich eben auch meinte. Wir haben bei uns am OSP auch zwei Laufbahnberaterinnen, die sich genau darum kümmern, also die dafür sorgen, dass tatsächlich, wenn der Sport wegfällt, die Athleten eine Ausbildung haben oder im Studium sind oder irgendwie versorgt sind oder einen Weg sich erebnet und eröffnet haben, was danach kommt. Das ist ganz wichtig. Und also den Bereich gebe ich quasi an meine Kolleginnen ab. Ich gucke dann tatsächlich aber auch, okay, was machst du mit der freien Zeit? Wie kann man die füllen? Die meisten haben aber schon Ideen und Wünsche, wie gesagt, weil das nicht aus dem Himmel fällt, die Entscheidung, sondern da gucke ich eher so bei, was dann eher so ist, wenn es jetzt die letzten Olympischen Spiele sein sollten, dass man dann davor hat man ein bisschen Arbeit auch zu gucken, dass man das alles nochmal genießt, dass man auch danach dann nicht in ein Loch fällt. Also wir haben auch die Möglichkeit, wenn jemand aufgehört hat, heißt das auch nicht, dass er sofort aus dem System raus ist und ich dann nicht mehr beraten darf. Also ich kann Karriereberatungen mit Athleten noch ein paar Stunden machen. Also das ist ganz unterschiedlich. Manche nehmen das in Anspruch, andere nicht. Was ich aber auch sehr wichtig finde, weil man muss sich so ein bisschen irgendwie dann neu anpassen und neu finden und neu. Also es braucht auch Zeit. Deswegen finde ich das ganz, ganz wichtig, dass man danach eben auch noch die Beratung in Anspruch nehmen kann, eine Weile. Und das ist bei uns Gott sei Dank so geregelt, dass das geht, weil manche Fragen auch dann erst hochkommen. Ne? Oder manche haben dann schon einen Job und sind dann im Job direkt drin und sind da auch eingebunden.
Wie gesagt, eine Athletin, die hätte jetzt mit Corona sich besonders hart getroffen. Die sollte eigentlich noch zu den Spielen jetzt letztes Jahr fahren und dann hatte sie danach sich schon einen Job. Und dann war die Frage, okay, was mache ich jetzt? Mache ich jetzt noch ein Jahr weiter und lasse dann quasi den Job sausen oder mache ich es nicht und gehe arbeiten? Und sie hat sich für den Job entschieden. Und dann ist es aber auch nochmal so ein bisschen ein Prozess, der braucht, bis man da richtig drin ist und nochmal das Abschied nehmen von dem anderen, weil sie eigentlich ist ja ein bisschen so um ihr eigentliches Ende quasi betrogen worden, ne? Also den Höhepunkt nochmal. Das muss man schon im Blick haben, weil dann kann einfach ein paar Monate später nochmal was kommen. Und wenn dann was kommt, dann können die sich auch melden und wir arbeiten dann nochmal weiter. Eine andere hat für sich entschieden, auch erst ich mache weiter, hat aber dann nach 3, 4 Monaten gesagt, nee, es ist es einfach nicht mehr, weil sie einfach schon vom Kopf so abgeschlossen hatte, nur noch bis letztes Jahr Sommer und hat dann aufgehört. Da war aber auch, da sind parallel aber auch schon viele Dinge sich am Aufbauen gewesen. Also deswegen, das ist ein Prozess, den man unterstützt. Der braucht eine Zeit auch. Ja. Finde ich super spannend. Danke auf jeden Fall für die ganzen Einblicke und super interessanten Antworten, die Sie auch gegeben haben, von Ihrem Leben erzählt haben. Hat mir sehr, sehr gut gefallen und sehr viel Spaß gemacht. Also danke nochmal für Ihre Zeit. Ja.